Hm? Ach so. Na, alles gut. Ich muss halt nur sehen, wie viel Leben diese Türme noch haben, damit ich weiß, ah, die sind kaputt oder mh, die sind nicht kaputt. Ah, okay, der kommt nicht. Aber sich hier gut zu verstecken, ist nicht so einfach. Ich werde mal kurz hier stehen. Der Geth kommt da, glaube ich, sowieso her. Versteckt mich, glaube ich, dahinter, wenn das geht. Ach, scheiß drauf, wir rennen jetzt einfach hin. Ja! Warte, 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 warte. Schnell, in Deckung. Vielleicht auch ducken. Das wäre toll. Ja, So, wir ballern erstmal die hier weg. Das ist schon ein bisschen knackig, ne? Da kommt eine Rakete. Aber ich wurde gut beschützt. Ich weiß leider nicht, wie viel Leben die Türme haben. Das ist ein bisschen blöd. So, aber hier kann ich auch noch gut ausweichen. Er trifft mich, glaube ich, nur der eine Turm. Das sind die Spectre-Waffen, die brauchen keine Munition. Die können auch mit Luft einfach jeden töten. Oder ist ein... ein Geht. Der ist mir aber egal, der geht. Egal, ich schieße so lange darauf, bis das Ding endlich kaputt ist. Irgendwann wird das schon passieren. Irgendwann geht das kaputt. Das Blöde ist halt, dass sie natürlich noch ihre... So, kaputt der Scheiß. Ja, ein geht. Hast du das Spiel auch schon gespielt? Du weißt, die nennen die immer nur Geth. Die nennen die niemals Geth im ersten Teil. Boah, geht doch mal weg, ihr Schabracken, ey. So, der nächste Turm. Ha! So, mach mal hier, guck mal, mach mal da und mach mal, was können wir, mach mal hier, nee, KI-hängendes Bild, mach mal Überlastung. Ja. Wow. Awesome. So, wenn das Ding weg ist, dann ist der Turm schnell kaputt. Oh, da ist noch ein anderer Turm, der Raketen schießt. So. Boah, wie die immer im Weg stehen. Geh weg, Mann, Tali, geh weg. Scheiße, wo gehe ich jetzt hin? So, was jetzt kann. Speichern kann ich leider nicht. Ich muss das in einem Rutsch. In einem Rutsch schaffen. Rutschi Flutschi. Kann ich eventuell den Turm von hier kaputt schießen? Wir versuchen es einfach. Das Ding überlastet. Ich gehe mal kurz weg hier, weil da kommt eine Rakete. Ja, aber direkt am... ist, man weiß ja schon am Anfang, dass die Geth heißen. Aber jetzt hör mal auf zu wackeln, blöde Citadel. Ich muss da hier zielen und so. Das funktioniert doch nicht sonst. NASA, fuck, ey. Diese blöden Raketen immer. I hate this Raketen. Geh weg. Geh weg hier. Shepard wünscht sich dorthin zu stellen. So, kaputt mit dem Scheißturm. Jetzt könnt ihr mich mal am Arsch lecken. Es ist nur noch Geth da. Und die sind gleich Geschichte. So. Fangen wir mit den beiden an. Ich werde beschossen. Sollte vielleicht nicht ganz so offen... Was? Hallo? Wer hat mich beschossen, bitte? Du da? Ich schieße zurück, mein Freund. Hallo, bleib mal stehen. Wenn die sich bewegen, kann ich schlecht treffen. Okay. Da hinten ist noch einer. Habe ich gesehen. Wir müssen noch mehr rumlatschen. Hi. Tot. Ich vermute mal, wir müssen da lang, wo die ganzen Energiefelder sind.
würde ich jetzt mal so sagen. Da gucken. Ist da was? Kann ich da was aufsammeln? Ich kann da runter. Warum kann ich hier runter? Kogana! Lol. Ja, Speicher mache ich gleich sofort, wenn ich mit denen hier fertig bin. Stirb! Geht doch. So, man, der muss auch noch stürben. Ich kann nicht, verdammt. Die Frage ist, wo... Warte mal, da hinten muss ich, glaube ich, lang. Warum kann ich denn hier lang gehen? Ich muss das jetzt herausfinden. Kann ich speichern? Nein. Oh, da ist noch, hier. Ein Feind. Alter. Halt doch nicht so viel aus. Das sind noch mehr Kroganas. Kroganasse. Guten Flug. Boah, da kommt eine ganze Armee von Kogana. Was ist denn da los? Können die noch irgendwas? Nee, Stasis ist blöd. Kommen wir mal einfach bei ihm überlassen. Stirb! Boah, könnt ihr mal aufhören, mir immer in den Rücken zu schießen? Das wäre voll nett. Nervt ein bisschen. So, der ist auch tot. Boah, 771 hat er gebracht. Das ist gut. Oder nehmen wir Kogana noch schnell? Oder halt auch langsam? Komm schon, komm schon. Ich muss, glaube ich, hier lang, aber warum? Warte mal. Ganz kurz die Map öffnen. Hier ist Noteingang zum... Achso, ja, da muss ich auch eigentlich lang. Aber ich möchte jetzt trotzdem hier lang gehen. Möchte mir das mal alles angucken. Wenn es da noch Feinde gibt, ja, dann muss ich die natürlich töten, weil... Huch! Stirb. Ich habe gesagt, stirb. Nicht wiederbelebt dich. So, Moment. Toll. Können gar nichts. Dann hau ich der so. Okay, ich hau dir nicht in die Fresse, alles klar. War nur Spaß. Außerdem geben die gut Erfahrung. Würde ich gerne mitnehmen. Aber ich glaube, hier ist jetzt eh. Okay, hier ist das Ende erreicht. Gut, jetzt können wir wieder den richtigen Weg gehen. Und jetzt kann ich auch speichern. Alles klärchen. Sprinten for the win. Komm schon, Shepard. Komm schon. Lass mich bitte sprinten! Ach, Shepard, du bist eine Nutte, ey. Sprinte! Sprinte! Er will nicht. He don't likes this. Na gut, dann gehen wir jetzt durch dieses kleine Kämmerchen. Und gleich begegnen wir Saren. Erstmal natürlich Medikits auffüllen. Gucken, was man hier noch so alles machen kann. Jetzt können wir auch natürlich wieder sprinten, jetzt, wo wir es nicht mehr brauchen. Ach, erstmal haben wir noch ein paar Geth, ja, die wir töten müssen. Kein Problem. Wird man eben schnell erledigt. So, weg. Ist da noch einer was? Du schießt auf mich. Schieß einfach unter dem komischen Schild durch, dann bist du tot. Hahaha. Ha, ha. Oh, 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 da sind noch mehr. Oh, 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 oh. Oh, oh, ja, Shepard geht immer in Deckung jetzt. Also dieser Shepard, ne? Ich habe tatsächlich noch einen Stufenaufstieg geschafft. Also den treffe ich so. Ha. Mal eben die Barriere weg. Jetzt steht er natürlich hinter einem Baum, da treffe ich ihn nicht, aber kein Problem. Ich kann mich ja bewegen. So, das dürften alle hier gewesen sein, oder? Sieht fast danach aus. Na gut, dann geht's jetzt ums Käsebrot. Die
Ich hatte befürchtet, dass wir es nicht rechtzeitig schaffen, Shepard. Das ist definitiv die richtige Antwort. Ich musste mich auf dem Weg 100 ihrer Anhänger entledigen. Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Sie haben verloren. Das wissen Sie doch, oder? In wenigen Minuten hat die Sovereign die Kontrolle über alle Systeme der Zitadelle. Das Portal wird sich öffnen. Die Reaper werden zurückkehren. Ich habe noch einige Asse im Ärmel. Sie haben unsere Begegnung auf Vormeyer überlebt. Aber ich habe mich verändert, mich verbessert. Die Sovereign hat mich mit Upgrades ausgestattet. Moderne Hardware kann sie nicht retten. Sie verstehen es nicht, Shepard. In der neuen Ordnung gibt es einen Platz für Organische. Die Reaper brauchen Männer und Frauen der Tat. Leute wie uns. Die Sovereign hat ihren Wert erkannt. Sie haben sie beeindruckt. Unterwerfen Sie sich den Reapern, dann werden Sie verschont. Schließen Sie sich uns an, dann finden wir einen Platz für Sie. Ich würde lieber sterben, als so zu leben. Dann werden Sie sterben. So wie Ihre Gefährten, wie alle, die Sie kennen und lieben. Wie jeder, den Sie je getroffen haben. Verstehen Sie? Sie werden alle sterben. Die Reaper kann man nicht aufhalten. Den Proteanern gelang es nicht und sie können es auch nicht. Der Kreislauf setzt sich ewig fort. Nein! Warum? Ich bin doch aber... Ich hab doch hier alles Maximum. Warum kann ich das nicht sagen? Oh, Mesh Effect ist scheiße. Ich kann es nicht wählen. Mano, ich bin doch auf Maximum, ja, vom Paragon-Level. Renegade jetzt nicht, da verstehe ich das sogar, aber das habe ich doch auf Maximum. Warum kann ich das nicht benutzen, verdammt? Jetzt muss ich hier einfach sagen, sie sind indoktriniert. Das ist doch, also, unerhört. Die Sovereign kontrolliert sie durch die Implantate. Erkennen Sie das denn nicht? Die Beziehung ist symbiotisch. Organe und Maschine verbinden sich zu einer Einheit von Fleisch und Stahl. Die Stärken beider bleiben, die Schwächen verschwinden. Ich bin eine Vision der Zukunft, Shepard. Die Evolution allen organischen Lebens. Das ist unser Schicksal. Schließen Sie sich der Sovereign an und erleben Sie Ihre Wiedergeburt. Jetzt kann ich nochmal genau das Gleiche wiederholen, oder was? Als Sklave? Ich finde das doof, dass ich hier nichts wählen kann, weil, wie gesagt, das Level ist voll. Ach, das ist doch scheiße. Das ist doch richtig kacke, muss ich sagen. Mann, jetzt würde ich am liebsten einfach sagen, nö, ich schmeiße das Spiel aus und gehe nach Hause, aber ich bin schon zu Hause und das ist doof. Einen wunderschönen guten Tag, Cesarion. Du bist ja gerade rechtzeitig noch gekommen, ne, für das Grand Finale, wie man so schön sagt. Tja, gut, als Sklave habe ich schon gesagt, das bringt jetzt auch nichts, das nochmal. Nee, das ist, du kannst ja theoretisch beide Optionen freischalten, wenn du genug Punkte jeweils hast. Aber dafür musst du schon auf Maximum sein und mir ist so, als ob ich hier auf Maximum bin. Ich kann jetzt leider nicht nachgucken, weil in den Sequenzen geht das nicht. Naja gut, dann ist jetzt halt genug der Worte gewechselt und dann gibt's jetzt auf die Fresse. Jetzt reicht es, Saren. Bringen wir es zu Ende. Halt, stopp! Sie hätten sich der Sovereign anschließen sollen, als sie die Chance dazu hatten. Oh, ich würde vielleicht auch... Hallo, mein Freund. Jetzt ist mal gut hier, ja? Jetzt ist mal kurz... Jetzt hör mal auf. Toll, ein Schuss und das Ding... Jetzt, Alter, jetzt bleib doch mal stehen, Junge. Geh mich auf den Sack. Boah, jetzt ist die über... Boah, warte mal, jetzt muss ich die Waffe kurz wechseln. Natürlich nicht auf die hier, sondern auf die... Au. Junge, das schubt doch. Alter, hör auf mich zu schießen, du Arschbratze. Alter, Arschkeks. Also ist die Waffe wieder einsetzbar. Ja, genau, die wollte ich haben. Jetzt, sag mal, wo fliegst du denn jetzt hin? Komm her, du Arsch. Wo ist der denn? Ach, da hinten. Ja, genau, erstmal nicht. Alter, der geht mir voll auf den Sack mit seinem Hin- und Hergefliege. Jetzt bleibt doch mal stehen, jetzt ist die Waffe wieder überlastet. Ich kann mich gar nicht daran erinnern, dass ich nochmal hier so gegen ihn kämpfen muss. Der ist ja voll stressig, ey.
Boah, bleib doch mal stehen. Wie soll ich nicht so treffen? Alter, deine Mami hat dir aber auch kein Benehmen beigebracht, mein Freund, ne? Das müssen wir jetzt mal tun. So, ich verstecke mich jetzt. Oh, by the way, kann ich das auch eigentlich wieder anmachen? Ach nee, eigentlich nicht. Ich hab da noch Dingsbums an. Muss ich erst ausmachen. Ja, geil, ein Schuss und dann ist das Ding wieder am Arsch. Das ist natürlich super. So, KI-Hacken. Genau, wir hacken einfach seinen Gleiter, dann arbeitet er für uns. Das wäre doch geil. Geil. Noch mal kurz Dämpfung. Ich lasse es mal die erledigen. Boah, manchmal ist das so buggy mit der Überhitzung der Waffen. So, jetzt kann ich die wieder anmachen. Ach, die Waffe bleibt die ganze Zeit überhitzt. Das ist doch Käse. So, wir machen jetzt... Warte, bleib kurz. Bleib... Ah! Arsch. Ich mag dich nicht, Aaron. Du bist doof. Du bewegst dich immer. Ich glaube, ich habe ihn getroffen. Aber ich bin mir nicht so sicher. Da fliegt schon wieder so eine komische... What the fuck? Boah, der geht mir voll auf den Sack, ne? Der alte Strischer. Boah, Rakete. Alter Schwede. Not really good. Ich will jetzt nicht sterben, ey. Ihr macht das. Ich muss mich mal ganz kurz erholen. Ich muss nämlich uns gleich alle mal heilen. Außer Tali, weil... Hui! Das war knapp. Okay, scheiße. Wo ist der hin? Da. Ach komm, ey. Immer dieser eine Scheißschuss. Ja, in Teil 2 finde ich das besser. Da ist es... Ich fand es erst ganz cool, dass man hier keine Munition braucht, sondern einfach schießen kann. Aber ich bevorzuge es dann doch, immer die Munitionspacks zu wechseln. Nein! Nicht treffen! Mach mir Ruhe. Böser Sachen. Du bist ganz böse. Ich verstecke mich jetzt hier. So. Boah, wie der guckt, guck mal. Der denkt sich auch, oh, dieser Sachen schon wieder. Immer wieder. Wo kommt der? Ja, genau. Schieß mal irgendwo gegen, wo... Hallo? Wo ist der jetzt hin? Da hinten. Boah, bleib doch mal stehen, Junge. Oh, oh. Da kann er mich treffen. Nicht gut. Ja, ja. Ich heile mich, wenn ich die anderen wiederbelebt habe. Komm schon. 4. So. Und heilen. Zack. Jetzt haben wir nämlich wieder volle Power am Dizzle. Kann ich schon wieder die Waffe benutzen. Da hängt schon wieder eine Granate in der Luft. Nice. So, dann einmal den. Und gut, Tali kann... Ja, geil. Ich habe genau die richtige Waffe ausgewählt. Das ist super. Jetzt aber... Läuft. Naja, ob es das schon war, wer weiß. Erstmal müssen wir natürlich hier das Ding aktivieren. Wir müssen ja jetzt hier nur noch wichtige Entscheidungen treffen und so. Jills Datei hat funktioniert. Ich habe die Kontrolle über alle Systeme. Schnell, öffnen Sie die Arme der Station. Vielleicht kann die Flotte die Sovereign erledigen, bevor sie die Kontrolle über die Station zurückerlangt. Versuchen Sie, einen Kommunikationskanal zu öffnen. Hallo, ist da jemand? New Destiny Ascension. Hauptantrieb offline. Kinetische Barriere um 40% gesunken. Der Rat ist an Bord. Ich wiederhole. Der Rat ist an Bord. Normandy an die Zitadelle. Normandy an die Zitadelle. Bitte sagen Sie mir, dass Sie das sind, Commander. Ich bin hier, Joker. Wir haben den Notruf empfangen, Commander. Ich bin hier bei der ganzen Arcturus-Flotte im Andura-Sektor. Wir können die Ascension retten. Öffnen Sie einfach das Portal an der Zitadelle, dann schicken wir die Kavallerie rein. Sind Sie sich da wirklich sicher, Shepard? Wenn wir unsere Flotte jetzt reinschicken, werden die Verluste unter den Menschen hoch sein. Dies ist wichtiger als die Menschheit. Die Sovereign ist eine Gefahr für jede organische Spezies der Galaxis. Stimmt. Darum dürfen Sie keine Verstärkung opfern, um den Rat zu retten. Sie müssen sie zurückhalten, bis sich die Arme der Zitadelle öffnen und die Flotte der Menschen der Sovereign folgen kann. Wie lautet der Plan, Commander? Sollen wir reinkommen, um die Ascension zu retten oder uns zurückhalten? Tja,
Der Rat hat uns zwar nicht geholfen, allerdings muss man auch bedenken, wenn man den rettet, hat man ja vielleicht in den späteren Teilen daraus auch einen kleinen Vorteil. Ne? Also ich persönlich würde ihn jetzt retten, aber wir können uns natürlich auch auf die Sovereign konzentrieren. Den Rat retten, das ist halt wie gesagt auch meine, wäre auch meine Entscheidung. Man verliert zwar vielleicht so den einen oder anderen von der Allianz, aber sie stelben als Herden und das läuft schon. Öffnen Sie die Portale, Joker. Wir müssen die Ascension retten, um jeden Preis. Hoffentlich weiß der Rat das zu schätzen. Ich hoffe auch. Allianzschiffe reinfliegen. Rettet die Destiny Ascension. Commander, wir kriegen Verstärkung. Es ist die Allianz. Der Göttin sei Dank. Destiny Ascension, Sie sind gerettet. Ich wiederhole, Sie sind gerettet. Die Zitadelle öffnet sich. Alle Schiffe reinfliegen. Konzentriert euch auf die Sovereign. Außerdem lag die Destiny Ascension sowieso auf dem Weg. Sehen Sie nach, ob er tot ist. Süß. Ich bin Sovereign und diese Station gehört mir. Oh, warte mal, ey, jetzt halt an die Backen. Ich hasse das, gegen ihn zu kämpfen. In der Situation, weil echt total nervig. Ja, das bringt mir jetzt total viel. Raufballern! Und immer schön in Bewegung bleiben, nicht, dass der uns trifft, der Pisser. Alter, ich hasse das auch, dass alles immer wackeln muss. Warum muss immer alles wackeln? Was soll das? Genau, schieß mal auf die anderen, nicht auf mich. Ich bin Klein Shepard, ja, ich habe damit nichts zu tun. Ich wollte mir nur ein Eis kaufen gehen. Boah, dass er sich auch immer hier hin und her bewegen kann. Wie diese alten Jump-Motherfucker, geht mir auch auf die Sache. So, dein Schutzschild ist weg, du kleiner Stinker. Könnt ihr schon irgendwas tun? Nein, könnt ihr nicht, das ist schade. Ho, ich darf hier nicht stehen bleiben. Am besten auch nie in dem Laser stehen. So wie Liara das gerade vormacht, so sollte man es nicht machen. So, Mann, ey, das dauert vor lange, bis ihre Abklingzeit weg ist. Oh, Tali ist tot. Kein Problem. I hold you back. Liara natürlich. Tali stirbt doch nicht. Die einzige, die immer stirbt, ist Liara. So, warte. Boah, Alter! Ein kleiner Arsch, ne?
Sovereign ist zu stark. Wir müssen uns zurückziehen. Negativ. Das ist unsere einzige Chance. Macht das Monster um jeden Preis fertig. Negativ. Oh. Es geht direkt weiter. Ich dachte, da kommt jetzt noch schnell was. So. Ihr seid nicht verfügbar, aber du kannst mal eben überlasten. Ja, genau. Überlaste diese Wand. Das finde ich sehr gut. Du denkst halt mit. Vor allem, dass einfach sein hier. Ist doch, also. Ja, toll, jetzt habe ich auch noch daneben geschossen. Oh Mann, ey, geh mir nicht auf den Sack, du alter Stinker. Jetzt gib schon auf. Warte. Das ist voll nervig, wie gesagt, dass sich die ganze Citadel auch dabei bewegt. Das ist ein bisschen stressig, ey. Das ist Stress pur und so. So, schnell wieder auf die Waffe wechseln. Los, 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 schnell. Shepard, das dauert viel zu lange. Was bist du für ein komischer Soldat, ey? Wo ist der hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Boah. Ach du Scheiße. Heilen. Heilen, habe ich gesagt. Puh. Jetzt wird's eng. Komm schon, Saren ist gleich... Jawohl. Yara und Tali leben schon mal. Captain Anderson, wir haben sie gefunden. Sie sind hier drinnen. Ist ja auch schon mal was. Ganz ruhig. Sie sind jetzt in Sicherheit. Wo ist der Commander? Wo ist Shepard? Ist er gestorben? Natürlich nicht. Ich finde es so geil, wie er da oben steht. Heroisch als Held. So sieht sie nämlich aus. Natürlich das Ladykiller-Lächeln aufgelegt. Und damit haben wir Saren besiegt. Botschafter, Captain, Commander Shepard. Und die Sovereign. Natürlich. Wir haben uns hier versammelt, um die gewaltigen Anstrengungen der Allianz-Streitkräfte im Krieg gegen die Sovereign und die Gate anzuerkennen.
Viele Menschen haben im Kampf ihr Leben verloren, um die Zitadelle zu retten. Tapfere und mutige Soldaten, die ihr Leben bereitwillig hingaben, damit wir, der Rat, überleben konnten. Es gibt kein größeres Opfer und wir teilen die Trauer über den tragischen Verlust so vieler großer Männer und Frauen. Der Rat steht überdies tief in ihrer Schuld, Commander. Wir werden sie nie zurückzahlen können. Sie haben nicht nur unser Leben, sondern auch das von Milliarden anderer vor der Sovereign und den Reapern gerettet. Commander Shepard, Ihre heldenhaften und selbstlosen Taten dienen als Symbol für all das, für das die Menschheit und die Allianz stehen. Auch wenn wir diese tapferen Soldaten, die ihr Leben gegeben haben, um das unsere zu retten, nicht zurückholen können, so werden wir ihr Andenken durch unsere Taten in Ehren halten. Die Menschheit hat bewiesen, dass sie bereit ist, als Verteidiger und Beschützer unserer Galaxis aufzutreten. Sie haben ein für alle Mal bewiesen, dass sie es wert sind, in unsere Reihen aufgenommen zu werden und mit uns dem Zitadellrat zu dienen. Botschafter, im Namen der Menschheit und der Allianz danken wir Ihnen für diese Ehre, die wir demütig annehmen. Wir brauchen eine Liste potenzieller Kandidaten für den Sitz der Menschen im Rat. Nach allem, was geschehen ist, wird Ihre Empfehlung sicher viel Gewicht haben, Commander. Unterstützen Sie einen bestimmten Kandidaten? Naja, nicht nur Mass Effect 3, dass sie in unserer Schuld stehen. Das hat auch für Mass Effect 2 noch einen guten Grund, warum man sie retten sollte. Also wenn man sie nicht rettet, dann, ja, ich will das jetzt hier nicht so spoilern, ne? Dann passiert halt etwas anderes, als wenn man sie retten würde, sage ich mal. Ne? Aber wir können uns jetzt entscheiden für Odina. Ne, Mass Effect 2 beginnt heute nicht. Wir müssen uns entscheiden zwischen Captain Anderson und Odina. Odina ist zwar eigentlich sowieso so ein politischer Typ, aber Anderson eher nicht so. Ja, ist so ein bisschen eine knifflige Frage, wobei ich halt komisch finde, in Mass Effect 3 hat das überhaupt keinen Einfluss mehr. Nur in Mass Effect 2 sieht man dann denjenigen halt noch in der Position, den man jetzt hier wählt. Tja, das ist eine gute Frage. Liegt eigentlich ja nicht bei mir, aber ich entscheide mich für Captain Anderson. Brauchen jemanden mit Mut. Weil Odina ist scheiße. Für das gerade steht, an das er glaubt. Jemanden wie Captain Anderson. Ihn? Sie machen wohl Witze. Anderson zieht es vor, seine Fäuste sprechen zu lassen. Nur bei Ihnen, Botschafter. Nur bei Ihnen. Sind Sie da sicher, Commander? Der Captain ist Soldat, kein Politiker. Sie will ich nicht. Es gibt bereits zu viele Politiker auf der Zitadelle. Der Captain wäre perfekt für diesen Job. Ich halte das für eine gute Wahl. Der Rat würde ihn mit offenen Armen empfangen, wenn er den Posten annimmt. Ich bin geehrt, Ratsherr. Als Vertreter der Menschen werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, um den Rat wieder aufzubauen. Die Niederlage der Sovereign steht für den Beginn einer neuen Ära für die Menschheit und den Rat. Die Sovereign war nur die Vorhut. Die Reaper-Flotte wird trotzdem kommen. Hunderte von Schiffen, vielleicht sogar Tausende. Und ich werde einen Weg finden, sie aufzuhalten. Und deswegen müssen wir jetzt gehen. Wir haben noch viel zu tun. Shepard hat recht. Die Menschheit ist bereit, ihren Teil dazu beizutragen. Vereint mit dem Rest des Rates sind wir stark genug, jede Herausforderung zu bestehen. Wenn die Reaper kommen, müssen wir Seite an Seite stehen. Wir müssen sie vereint bekämpfen. Und gemeinsam werden wir sie zurück in den Orkusnebel treiben. So sieht's aus. Und da steht Shepard einfach so im Weltall rum, weil er es einfach kann. Ja. Shepard kann halt einfach so im Weltraum rumstehen, das ist überhaupt kein Problem für ihn. Er ist halt Shepard. Ist das jetzt nur das Ende? Ich habe mir das noch nie angeguckt, glaube ich. Oder kommt jetzt noch was? Ah, jetzt. Wobei, ich kann auch einfach so im Weltraum schweben. Da die DLCs? Ja. Also bei Mass Effect 2 meinst du alle DLCs? Ja, da wird es alle DLCs geben. Wie auch bei Mass Effect 3.
habe mir den nicht umsonst geholt. Wenn ich Mass Effect spiele, dann immer mit allem komplett, ne? Allerdings muss ich sagen, dass Mass Effect 2 erst nächstes Jahr anfängt. Weil ich wollte halt unbedingt Mass Effect 1 noch dieses Jahr beenden. Und ich habe dieses Jahr, also nächste Woche Samstag kann ich nicht, da habe ich keine Zeit. Und auch so wird es eng, ist ja wegen Weihnachten, dies, das. Und dann kann ich halt auch die ganzen Folgen von kann ich mich auch alle Folgen auslaufen lassen, die ich noch von Mass Effect habe. Und am 3.1. kommt dann der nächste Stream. Das wird dann der erste Stream im nächsten Jahr und das ist dann auch Mass Effect 2. Weil wie gesagt, ich habe dieses Jahr halt keine Zeit mehr. Also vor allem Samstag, so Wochenende, dann ist ja auch Weihnachten und der ganze Blibablub, Pipapo. Ich weiß nicht, wie ich das anders hätte oder anders einrichten könnte. Ne? Deswegen wollte ich auch unbedingt versuchen, gestern fertig zu machen, den ersten Teil. Beziehungsweise dann heute. Weil morgen ist schon wieder blöd, Dienstag, und Mittwoch ist ja schon Weihnachten. Und tja, dann sind die Weihnachtsfeiertage und dann kommt ja auch schon Silvester. Und deswegen gibt es jetzt 2 Wochen Streampause. Also wie gesagt, alle DLCs, die es für Mass Effect 2 gibt, die werde ich auch spielen. Ich weiß zwar nicht genau, welche du meinst vor den Geschehnissen. Muss mal kurz überlegen. Mir fällt jetzt aber auch gar kein wirklicher DLC ein, der davor spielt. Also es gibt den Comic. Shadow Broker spielt nicht davor. Das, was dazu führt, zu Shadow Broker. Liara hat uns ja gefunden. Das spielt ja, naja, vor der eigentlichen Handlung von Mass Effect 2. Aber der DLC an sich spielt nicht davor, der spielt währenddessen. Ja. Ja. Aber wie gesagt, alle DLC, also außer den Comic, den weiß ich nicht, weil ich habe ja das erste Spiel, den ersten Teil, Mass Effect 1, so könnte man das auch nennen, habe ich ja jetzt gespielt. Und natürlich werden wir mit denen, ja, das ist ja nicht schlimm, kann man ja mal, also, weil die Geschichte von Shadow Broker ist ja schon davor, weil Liara ihn ja findet und einen Service übergibt, weil sie ihn halt wiederbeleben können, pipapo. Das spielt ja schon vor der eigentlichen Handlung. Deswegen kann man da auch schon durcheinander kommen. Ja. Wir spielen auf jeden Fall natürlich mit dem Charakter weiter, das ist ja klar, sonst hätte ich ihn ja nicht angefangen, wäre nur Bullshit. Und tja. Das war Mass Effect 1. Hat ehrlich gesagt länger gedauert, als ich dachte. Also ich habe gut 40 Folgen weniger als im Let's Play, aber die Spielzeit ist gleich, wenn nicht sogar vielleicht ein bisschen länger. Und das, obwohl ich ja doch auch ein paar Gespräche übersprungen habe. Also die ganzen unwichtigen Sachen eigentlich. Fand ich ein bisschen komisch. Aber gut, was soll man machen, ne? Ist halt so, wie es ist. Und deswegen bedanke ich mich bei allen, die im Livestream ab und zu mal zugeguckt haben. Ja, KD ist sowieso schuld. Ich hoffe nämlich auch, das muss ich inständig sagen, dass ab nächstes Jahr das mit dem Internet wieder besser läuft. Und weil ich Mass Effect 2 eh besser finde als den ersten Teil, dass es dann alles reibungslos läuft und da keine Probleme herrschen und so weiter und so fort, dass man das dann schön genießen kann. Ich bin auch am Überlegen, das steht noch nicht ganz fest, ob ich dann mal Twitch streame und vielleicht mir Twitch Turbo mache. Das kommt halt auch ein bisschen aufs Internet drauf an, wenn das nicht läuft, dann kann ich in 1080p streamen und wenn der ein oder andere das nicht gucken kann, dann kann er auf 720p einfach stellen und dann ist das alles kein Problem. Aber das sind halt alles noch so Zukunftspläne, da muss ich mir jetzt die nächste Zeit mal ein bisschen Gedanken drüber machen. Und so lange dauert es ja auch nicht, die 2 Wochen. Und die Credits sind fast vorbei, glaube ich. Naja, am 3.1., wie gesagt, es wird wieder rechtzeitig eine Woche vorher, wenn ich mein Ankündigungsvideo auf YouTube geben und läuft. Wie gesagt, ich bedanke mich bei euch, auch bei allen, die bei YouTube dann zugeguckt haben. Und ich bin damit raus, ne? Mass Effect, die Welt ist gerettet, Saren ist besiegt, Saren ist tot. Schauen wir mal, was da so weiter passiert bei Mass Effect. Die, die es schon gespielt haben, wissen es ja, aber trotzdem. Schauen wir mal. Deswegen, vielen Dank. Ich lasse mal die Credits nicht wie beim Let's Play durchlaufen, weil das ist, glaube ich, unnötig.
seinem Quatsch. Und würde einfach mal sagen, haut rein, Leute. Bis zum nächsten Mal. Oder vielleicht, ach, ich weiß noch nicht. Ich hätte schon Bock auf, aber ich habe keine Zeit. Das ist das Blöde, ey. Ach, das ist doch alles Käse. Mano. Das ist alles Käse. Ich habe leider keine Zeit, ey. Sonst hätte ich nämlich gedacht, gut, komm, vielleicht doch den Stream. Aber ich habe keine Zeit, verdammt. Mano. Naja. Dann müssen wir uns bis zum 3.1. halt gedulden, bis wir dann wieder mit Commander Shepard die Galaxie retten dürfen. Diesmal, das kann ich ja schon sagen, gegen die Kollektoren. Ja, in die Silvester wird es zwar noch ein Spezialvideo geben, aber kein Stream, sondern nur so ein Silvester-Videochen. Das kann man sich aber auch danach angucken. Ja, wie gesagt, ich habe viel zu viel schon wieder geredet, ja. Man sollte das auch mal ein bisschen unterlassen. Ich bedanke mich nochmal bei euch bis auf YouTube oder beim nächsten Stream. Haut rein, Leute!